I guys and girls, of course. Es ist soweit, alles ist vorbereitet für das Schminktutorial. Wir haben hier einen Sharpener, einen Conditioner, einen Bronzer, hier haben wir das ganze Schminkset mit Rouge, mit Yellow und Eyeliner und Eyeshadow und Lidschatten und vergessen. Da ist was, was ich frisch halten musste. Das habe ich gestern zusammengebaut. Das ist für die Lippen eine Problemzone, weil ich habe Schlupflippen, aber damit wird es wohl hinzugängig sein. Dann brauchen wir verschiedene Pinsel. Habe ich da einen harten Pinsel, einen weichen für die Konturen und einen für die Wimpern, glaube ich. Selbstverständlich, falls irgendwas schief geht, Wattepads. Dann habe ich dieses Ding, das hat eine Couchsurferin hier mal vergessen, das ist ein bisschen sinnvoll. Ja, es ist dann auch wichtig, dass man auch ein bisschen auf die Maniküre achtet. Ich meine, es soll ein Gesamtkunstwerk sein, das auch. Und wenn man etwas übertrieben hat beim Spachteln, dann kann man das wieder ein bisschen abziehen. Apropos abziehen, wichtig war, damit die Foundation gut hält, passieren. Ja. Du hast neue Problemzone geschaffen, weil durchs Rasieren ist dann die eine oder andere Hautstelle aufgesprungen. Gut. Hi guys. Wir sind soweit. Wir können jetzt das Tutorial endlich beginnen. Alle Zutaten sind bereit. Ich habe hier von links nach rechts alles angeordnet, was wir so brauchen. Das fängt an mit einer Foundation. Die Foundation habe ich auch schon auf meinen Stick aufgetragen ein bisschen. Nach der Foundation, wenn wir die dann schön überall verteilt haben, brauchen wir einen Highlighter. Da nehmen wir dieses Pulver, das glitzert ein wenig. Weiter geht es dann mit dem Contouring. Da stelle ich mir vor, werde ich dieses hübsche Ziegelrot verwenden. Das ist von diesem roten Ziegel. Wenn wir das Contouring hinter uns haben, kommt Blush dran. Blush ist, glaube ich, mit dieser Paste sehr gut vollziehbar. Vollziehbar aus einer Mischung, ich möchte das, meine Geheimnisse schon noch ausplaudern, da haben wir Bienenwachs, hier haben wir Kakaobutter. Und zu Kakaobutter und Bienenwachs habe ich dann noch ein bisschen Erde aus meinem Garten dazugegeben und schon ist der Blush fertig. Der macht das Ganze ziemlich natürlich, weil das ist das Endziel. Ich möchte nicht ausschauen wie eine Drag Queen oder sonst sowas. Das nächste ist, dass wir ein bisschen Concealer brauchen, vor allem bei Männern im fortgeschrittenen Alter, wenn die Augenringe schon bis ziemlich tief runterhängen, muss man irgendwas dagegen tun, das macht der Concealer für uns. Dann für die Augenbrauen habe ich jede Menge Zeugs. Ihr seht, ich habe relativ wenig Farbe auf den Augenbrauen. Das heißt, wir werden diesen Stick dann oder diesen verwenden. Das schaue ich mir dann noch genauer an. Und schon sind wir beim Lidschatten. Lidschatten trage ich dann einfach dieses Pulverchen auf. Das ist eigentlich auch wieder letztlich Erde von einer anderen Stelle aus dem Garten. Für die Wimperntusche haben wir hier gutes Material. Die Hauptschwierigkeit ist, meine Wimpern zu finden. Ich habe eine Schlupflider. Wimpern, also wenige und Schlupf, aber irgendwo wird das dann schon drauf kommen. Und das war der Lidschatten, war das, Wimperntusche, ja, Wimperntusche. Und zum Schluss für den Lippenstift habe ich mir gedacht, also entweder was Dunkles, das kommt auf die Gesamterscheinung an, ob ich dann eher dieses bevorzugen würde oder den helleren Ton. Hagebutten haben dafür herhalten müssen. Bevor ich da das an mir ausprobiere, werde ich schon ein bisschen schauen, ob das alles hautverträglich ist und werde dieses, wir haben gesagt, ohne dir zu reden, Entschuldigung. So, das heißt, ich muss direkt an mir anfangen. Okay, los geht's.